Hallo, in unsere Abfragen in den Access bis jetzt haben wir immer nur einen Filter benutzt. Also hier zum Beispiel suchen wir nach alle Firmen, die AG sind, oder hier haben wir gesucht nach Autos, dessen Startpreis mehr als 30.000 ist. Jetzt in diesem Video werden wir jetzt mehrere Filter in Access einbauen. Und wenn man schon mehrere Filter einbaut, sind diese Filter auf eine von zwei Methoden miteinander verbunden. Entweder mit und oder mit oder. Ja, und ich zeige es mal kurz ein kurzes Beispiel. Also nehmen wir mal an, ich will jetzt heiraten und eine Kriterie, die ich habe, ein Filter, ich habe jetzt eine riesen Datenbank von lauter potenziellen Partnern und ein Filter wäre schön. Ja, der Partner muss schön sein. Und ich hätte da, sagen wir mal, 10 Leute, 10 Datensätze kämen da in Frage. Okay, und jetzt kommt eine zweite Kriterie. Und zwar, der Partner soll auch reich sein. Okay, und reiche Leute gibt es auch 10. Ja? Jetzt, wenn ich jetzt mit und verbinde, dann muss jeder Datensatz beide Kriterien erfüllen. Ja? Das heißt, von den Schönen sind vielleicht 5 auch noch reich. Das heißt, wenn ich schön und reich habe, habe ich dann insgesamt nur 5 Datensätze, weil jeder von den 5 Datensätzen muss beide Kriterien erfüllen. Ja, wenn ich jetzt zusätzliche Kriterien erfülle, nehmen wir an, ich habe auch intelligent und da wären auch 10 Leute. Und wenn ich jetzt hier wieder und, also der Partner muss jetzt schön und reich und intelligent sein, dann kämen dann nur noch 2 in Frage, weil jetzt diese zwei müssten alle drei Bedingungen erfüllen. Und das ist das Konzept bei und. Jedes Mal, wenn man eine weitere Kriterie mit und verknüpft, engt sich immer die Auswahl. Ja? Deswegen mit uns, je mehr uns man hat, desto mehr enger ist die Auswahl der Datensätze. Ja? Wir fangen bei 10 an. 10 schöne Leute hatte ich. Schön und reich sind wir runter auf 5. Schön und reich und intelligent sind wir runter auf 2. Und je mehr Kriterien man hinzufügt, desto enger wird die Auswahl. Wenn ich jetzt nochmal eine weitere Kriterie reinschreibe, zum Beispiel und, zum Beispiel jung, dann ist die Auswahl, vielleicht kommt sie runter auf 0. Okay? Eine andere Methode, wie man Kriterien verknüpft, ist mit oder. Jetzt bei oder muss jeder Datensatz nur eine dieser Kriterien erfüllen. Ja, also das heißt, bei schön, ich hatte jetzt bei schön hatte ich 10. Schön oder reich, da bin ich schon bei 20 Leute, weil alle reichen Leute kämen in Frage, die müssen nicht unbedingt schön sein. Und alle schönen Leute kämen in Frage, weil die müssen nicht unbedingt reich sein. Ja, und wenn ich nochmal hier sage oder intelligent, dann bin ich schon bei 30 Datensätze, weil auch die intelligenten Leute müssten nicht reich sein, weder schön, ja, die müssen nur intelligent sein. Und daher, bei oder erweitert sich die Auswahl, weil jeder der Datensätze bei oder muss mindestens nur eine dieser Kriterien erfüllen, während bei und muss er alle Kriterien erfüllen. Ja, und deswegen muss man sich immer merken, bei und engt sich die Auswahl und bei oder erweitert sich die Auswahl. Und in Access muss man sich diese Regel merken, alle uns stehen auf derselben Zeile. Ich schreibe es mal hier, also in unser Abfrageentwurf, ich mache mal hier eine kurze Skizze. Und dann können wir gleich in Access gehen. Unser Abfrageentwurf ist ja so, dass hier die Tabelle steht und hier unten ist ja dieser Bereich, QBE-Bereich mit diesen Zellen. Wenn man mehr Kriterien mit und verbindet, müssen alle diese Kriterien auf derselben Zeile stehen. Ich mache es mal hier, also so müssen die stehen, entlang derselben Zeile. Bei oder stehen sie dann auf unterschiedlichen Zeilen. Okay, also diese Kriterien sind jetzt mit und verbunden, die sind mit oder. Ja, machen wir noch mal ein Beispiel. Also zum Beispiel, man kann auch solche Kriterien haben. Man sieht hier, die zwei sind mit und verbunden. Die dritte Kriterie ist mit oder verbunden zu den zwei. Die ist auch wieder mit oder verbunden und die zwei sind mit und verbunden. Und so werden Kriterien in Access gebaut, gerade bei komplexen Abfragen. Man sieht hier die Kombination von und oder. Und das kann man leicht entziffern, indem man alles, was entlang derselben Zeile ist, ist mit und verbunden. Auf unterschiedlichen Zeilen ist mit oder verbunden. Ja? Das heißt, die zwei sind mit und, die zwei auch.
und die sind mit oder verbunden. Okay, wir können es mal jetzt gleich anhand ein nächstes Beispiel sehen. Ich mache jetzt hier eine neue Abfrage, Entwurf, hole mal Kontakte. Und ich füge jetzt den Vorname Doppelklick, Nachname Doppelklick, dann die Firma tue ich Doppelklicken, machen wir das ein bisschen länger hier, Stelle und Gehalt. Okay, so, ich fange mal an. Erstens, bei Stelle will ich jetzt eine leitende Person finden. Da ich nicht weiß, wo das Wort Leiter steht, mache ich Stern, Leiter, Stern. Okay, so, das sind jetzt unsere leitende Leute. Wenn ich jetzt auf der Datenansicht gehe, habe ich 8 Datensätze. Okay, und das sind die leitende Personen in den diversen Firmen. Jetzt will ich eine zweite Bedingung hinzufügen, nämlich die weniger als 10.000 verdienen. Das heißt, die Bedingung ist mit und verknüpft, also Leiter und kleiner 10.000. Also muss ich entlang derselben Zeile unter Gehalt kommt dann kleiner 10.000. Okay? Und jetzt merken wir uns, wir hatten 8 Datensätze, jetzt haben wir nur noch 5. Ja, weil diese 5 müssen jetzt beide Bedingungen erfüllen, Leiter und kleiner 10.000. Machen wir noch eine dritte Bedingung oder Kriterium. Und die also leitende Person und kleiner 10.000 und die bei einer AG arbeiten. AG ist hinten, kommt immer hinten, das heißt Stern AG. Und dann sind wir jetzt, ich habe ein Minus hier, Stern AG. Okay, und da sind wir jetzt bei 2 Leute. Also nur 2 Leute erfüllen alle 3 Kriterien, schaffen bei einer AG, haben die leitende Funktion und verdienen weniger als 10.000. Okay? Und man sieht hier, wenn man jetzt mit oder arbeitet, ja, die sind alle mit und verbunden. Warum? Weil die alle entlang derselben Zeile stehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das da wegmache und hier eine Zeile runter mache oder schreibe, sieht man, die Datensätze werden jetzt mehr, weil jetzt müssen die Datensätze entweder AG und kleiner 10.000 oder Leiter. Okay? Und wenn ich dann diese 10.000 auch wegmache und eine Zeile runter, ja, und ist egal, wer oben und unten ist. Hauptsache, die sind auf unterschiedliche Zeilen. Ja. Jetzt sieht man hier, diese 3 Bedingungen sind alle mit oder verknüpft, weil alle auf unterschiedliche Zeilen stehen. Ja. Und da sieht man das hier dann, da kriegt man 19 Datensätze, ja, weil alle Leiter kämen in Frage, alle Leute, die bei einer AG arbeiten, kämen auch in Frage und alle Leute, die weniger als 10.000 kämen auch in Frage. Und deswegen hat man hier einen Haufen Datensätze. Ja? Und das ist der Effekt von oder, weil bei oder muss jeder Datensatz nur eine dieser Bedingungen erfüllen. Ja, wir können ein zweites Beispiel erstellen. Und zwar eine zweite Abfrage, meine ich. Und zwar gehen wir mal auf Erstellen, machen wir Abfrageentwurf. Nehmen wir diesmal die Autos. Und fügen wir mal Hersteller, Modell, Startpreis, Türen und Minimum KW. Okay, fangen wir mal an. Ich suche nach Ford. Okay, gucken wir mal. Manchmal dauert das, gerade bei längeren Tabellen dauert das ein bisschen länger, bis die Datensätze erscheinen. Jetzt habe ich hier, sehe ich ja, ich habe 33 Datensätze. Okay, so, jetzt machen wir mal eine zweite Bedingung. Und zwar, jetzt hier beim Startpreis will ich 2 Bedingungen hinzufügen. Also größer 10.000. und kleiner 20.000, also quasi die Autos, die zwischen 10.000 und 20.000 liegen. Es gibt 2 Alternativen, wie man das schreibt. Also man kann es entweder so schreiben, größer 10.000, dann leer und dann das Wort und, also UND, und dann kleiner 20.000. Okay, dann, wenn man hier rüber geht, sieht man jetzt, die Auswahl ist jetzt wesentlich enger. Jetzt haben wir nur noch 16 Datensätze. Alternativ kann man das so schreiben. Man fügt, ach ja, und bevor ich vergesse, man kann das auch, natürlich, wenn man oder haben will, kann man das so schreiben. Also größer, man macht das in dem Fall so, also sagen wir mal kleiner 10.000 oder größer 20.000. Okay, geht auch. Also man kann, wenn man 2 Kriterien in demselben Feld haben will, kann man die mit dem Wort und bzw. oder verbinden. Okay, eine Alternative wäre, ist, dass man das Feld doppelt hinzufügt. Also ich hole das Startpreis, ich will es hier nebendran haben, dann füge ich das über Türen, dann kommt das gerade links von Türen. So, jetzt habe ich die doppelt. Natürlich muss ich eins von denen ausblenden, weil sonst habe ich in der Datenansicht
ich lasse mal an, dass man das nur sieht. Sonst habe ich in der Datenansicht das Feld doppelt und eins von denen hat dann so ein komischer Feldname da. Ne? Deswegen, um das zu vermeiden, muss ich eins von denen ausblenden, egal welches. So, und bei dem einen schreibe ich zum Beispiel größer 10.000. Und bei dem anderen jetzt, wenn die zwei Kriterien mit und verbunden sind, dann entlang derselben Zeile wie gehabt, kleiner 20.000. Okay? Und wenn die jetzt mit oder verbunden sein sollten, okay, dann müsste ich eine Zeile runtergehen. Okay? Und hier auch dann fortschreiben dann. Ja, dass das gilt, weil dann heißt es fort und größer 10.000 oder fort kleiner 10.000. Ja? Deswegen, diese Methode ist zwar auch legitim, aber es ist, finde ich, komplexer, man muss doppelt hinzufügen und so weiter. Und deswegen ist es nicht so eine Methode, die ich jetzt unbedingt bevorzuge. Und deswegen, ich lösche mal das Feld mit entfernen und mache das dann lieber alles in einem. Hier größer 10.000 und kleiner 20.000. Okay, so, da haben wir jetzt zwei Filter und da haben wir unsere 16 Datensätze. Jetzt, wenn ich nochmal ein und hinzufüge, ich will jetzt die Autos dürfen keine 5 Türen haben, also ungleich 5, ungleich kleiner, größer, so schreibt man ungleich und dann die 5, okay? Und jetzt haben wir drei Filter, genau, mit und verknüpft, die Datensätze werden immer weniger, okay? Und dann machen wir noch eine KW, zum Beispiel größer 50, ja, und dann habe ich jetzt hier 4 Filter, die mit und verknüpft sind, und da haben wir jetzt 4 Datensätze nur, ja, also man sieht der Effekt von dem und. Jetzt, wenn ich hier in der zweiten Zeile was schreibe, ist alles, was ich hier schreibe, mit diesem Block, das ist jetzt ein Block, der mit und verbunden ist, alles, was ich hier unten schreibe, ist dann quasi mit dem oberen Block per oder verbunden. Ja? Zum Beispiel oben. Ja, und man sieht jetzt hier, ich kriege, das ist der erste Block, das sind die Fords, die alle diese 4 Bedingungen erfüllen. Und dann kommen die ganzen Opels. Alle Opels kämen in Frage, weil das ist mit oder mit dem oberen Block verbunden. Okay? Und man muss auch ein bisschen logisch denken. Also zum Beispiel, wenn ich hier Ford und Opel schreibe, ich meine, ich kann es zwar schreiben, aber es wird niemand erscheinen, weil es gibt kein Auto, die von beides Ford und Opel erstellt werde. Ja? Man kann auch zum Beispiel, anstatt dass ich kann auch so schreiben, dann Ford oder Opel, das ist voll legitim, da hat man dasselbe Resultat wie vorher. Allerdings, die Opels müssten dann auch alle diese Bedingungen erfüllen. Okay, also nochmal, hier die erste Alternative hat man so, habe ich was zu viel gelöscht, ich schreibe es mal nochmal, Ford und Opel, so. Die Fords müssten alle Kriterien hier, alle 4 erfüllen. Der Opel nicht. Alle Opel kämen in Frage, weil die müssten nichts anderes erfüllen. Ja? Und deswegen hat man hier die ganzen 48 Startsätze. Also die Fords sind ganz wenig, weil die müssten, alle 4 Kriterien erfüllen. Die Opels, alle Opels kämen in Frage, weil die, wenn man hier sieht, müssten gar nichts anderes erfüllen. Schreibt man das dagegen so, jetzt Hersteller ist Ford oder Opel, allerdings Ford und die Opel müssen alle diese 3 weiteren Kriterien erfüllen. Deswegen haben wir jetzt hier viel weniger Datensätze. Das heißt, alle Fords erfüllen die Kriterien mit der PS, mit dem KW, mit der Türen und mit dem Startpreis und bei den Opels genauso. Okay? Die sind alle, haben diesen Startpreis zwischen 10.000 und 20.000, sind keine 5 Türer und haben mehr als 50 KW. Okay, deswegen muss man immer aufpassen, man muss sich immer die Logik analysieren, gerade bei komplexen Abfragen. Ja, da sieht man hier, man muss immer denken, wie sind die miteinander verknüpft. Ja? Gehen wir mal zurück zu unser voriges Beispiel. Und zwar hier, ich baue Opel. Und bei Opel, die müssen größer 20.000. Und so sieht man jetzt die Fords erfüllen alle 4 Kriterien und bei den Opels, die Opels erfüllen nur 2 Kriterien. Hersteller Opel und größer als 20.000. Okay? Das sind so wie 2 Blöcke hier. Beide Blöcke sind mit oder verbunden. Ja? Und da kann man hier dann zum Beispiel sagen 5 Türe und zum Beispiel größer 70. Okay? Ja, und man sieht hier, die Fords erfüllen einen Satz Kriterien, 4 Kriterien, die mit und verknüpft sind. Und dann kommen die Opels und die erfüllen ein ganz anderer Block von Kriterien, auch wieder mit unverbunden. Und beide Blöcke
der Ford Block und der Opel Block sind mit oder miteinander verbunden. Okay? Und das ist, so arbeitet man in Abfragen mit unten oder, muss man immer sich merken, oders stehen alle entlang derselben Zeile, eine Zeile runter ist dann mit unten. Und man muss immer die Logik lesen, wie die ist. Und deswegen muss man immer gucken, was steht auf derselben Zeile, die sind mit und verbunden, was steht auf Unterschiedszeilen, die sind mit oder verbunden. Okay? Und das die einfachste Art, wie man sich das merken kann, der Unterschied zwischen unten oder, ist hier mit diesem schönen reich intelligent Beispiel. Das kann man sich auch überlegen. Schöne Leute trifft man viele, schön und reich, weniger, schön und reich und intelligent, noch weniger, schön und reich und intelligent und jung, noch weniger und so weiter. Ja? Während bei oder erweitert sich die Auswahl immer mehr und mehr.